Und damit Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 2022. Herzlich willkommen zur vierten Saison der MyTeam-Karriere mit Audi. Wir stehen vor dem Großpreis von Österreich, vor dem Sprintwochenende und nach dem Rennen ist vor dem Rennen der zweite Platz und der Doppelsieg in Silverstone. Ja, schaffen für uns, für das Team, eine gute Ausgangslage für das nächste Rennen. Aktuell führt Lando Norris mit 94 Punkten die Fahrerweltmeisterschaft an. Wir als amtierender Weltmeister liegen mit einem Punkt dahinter und haben 93 Punkte auf dem Konto. Also alles läuft aktuell in die richtige Richtung für die Mission Titelverteidigung. Es ist eine Woche später, wir haben nicht viel Zeit zwischen den Rennen. Dementsprechend ist natürlich die Aktivitätenplanung auch eng getaktet. Wir gucken eher, dass wir noch ein bisschen was fürs Team machen. Dann wollen wir natürlich auch nochmal in die Forschung gucken. Ich habe ja gesagt, wir müssen im Bereich der Strapazierfähigkeit noch was machen. Die Strapazierfähigkeit für den Verbrennungsmotor wurde verbessert und ist gekommen. Dementsprechend gucken wir mal rein, was noch so geht. Der Turbolader wird noch geforscht. Das braucht noch 14 Tage. Und dann können wir vielleicht gucken, dass wir aktuell noch ein bisschen was für die MGUH machen. Für den Verbrennungsmotor als solches könnten wir vielleicht auch eher was machen. Vielleicht machen wir eher das nochmal. Dann sagen wir hier das lieber abbrechen und gehen hier auf den Verbrennungsmotor und setzen den nochmal ein bisschen ein. Das wird alles dann nach Österreich kommen. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Ausgangslage und dann werden wir gucken, dass wir auch die nächsten Ressourcenpunkte dann weiterhin in die Strapazierfähigkeit setzen. Ich habe es eben angesprochen, ranglistentechnisch, Norris führt mit 94 Punkten die Fahrer-WM an, wir liegen mit einem Punkt, also 93 dahinter, dann Leclerc mit 82 auf der 3 und Max Verstappen mit 70 auf der 4. Audi führt auch die Konstrukteurs-WM mit 187 Punkten vor Ferrari mit 135 Punkten und Red Bull mit 110 Punkten an. Ja, großartig, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben noch zwei neue Sponsoren bekommen. Atlantic ist mit dazugestoßen und Euterep. Dafür ist Asiatic Dynamics rausgeflogen und ich weiß gar nicht mehr, wer der andere Sponsor war. Ich glaube AFM oder ARM. Jedenfalls haben wir zwei neue Sponsoren mit dabei und die Ziele sollten auf jeden Fall auch als Team erfüllt werden, was uns dann natürlich wieder mehr Geld in die Kassen spült. Genau. So viel dazu. Wir starten jetzt rüber in das Rennwochenende in Österreich. Wir gucken, dass wir auch hier sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen dann ordentlich Punkte holen. Und das Ziel ist natürlich, die Fahrer-WM hier in Österreich wieder zu unseren Gunsten zu drehen. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und dann, ja, lasst uns einfach mal reinstarten. Let's Fets, wir legen los. So, und damit willkommen im Qualifying, ihr Raketen. Wir gucken ganz kurz im Zeitentableau. 4 Minuten und 20 Sekunden sind noch auf der Uhr. Lando Norris führt aktuell das Zeitentableau an. Es sieht so aus, als läuft hier alles in dem Bereich der Doppelpole für Audi. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch Lando Norris aufhalten können. Und wir müssen natürlich gucken, dass uns die Ferraris hier nicht noch knacken. Deswegen lasst uns direkt auf die Strecke gehen. Wir fahren raus und versuchen, Lando Norris von seiner nächsten Pole abzuhalten. Jetzt geht es los. Wir versuchen, Lando Norris nochmal zu attackieren und eventuell hier doch noch die Pole Position auf unsere Seite der Box zu holen. Zwei Versuche haben wir dafür maximal. Und ich sag mal, jetzt ist schon der erste Versuch, geht hier auf jeden Fall schon mal in Kurve 1 in die Hose. Erster Versuch sieht nicht gut aus. Bleiben hier bei 2,5 Zehntel. Aber einen Versuch haben wir noch. Zum Schluss holen wir es noch mal ein bisschen raus. Es reicht aber nicht, um Norris zu schlagen. Vielleicht jetzt.
aber auch hier sind wir schon wieder nicht gut durch Kurve 1 gekommen. Vielleicht über den Rest der Runde nochmal. Letzten Kurven. Weit raus. Oh, mit Quersteher. Mit Quersteher. Und nein, okay. Schade, Marmelade. Das war's. Guten Tag und willkommen in Spielberg, auf einer Strecke, auf der in verschiedensten Varianten jeder Grand Prix von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Aber hier, auf dieser Strecke, verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Die Strecke hier in Spielberg ist relativ kurz, insgesamt 10 Kurven, 7 rechts und 3 links und eine Gesamtlänge von 4,18 Kilometern. Wir können uns heute sicherlich auf den einen oder anderen neben der Ideallinie einstellen, denn unter diesen Bedingungen ist besonders die letzte Kurve extrem tricky. Da muss wirklich alles passen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Maverick startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz und Magnussen, Ocon, Mick Schumacher, Ricardo und Yuki Tsunoda, Theo Pourchaire, Joe, Pierre Gasly und Hamilton, Albon, Drugovic, George Russell und Liam Lawson, Oscar Piastri, Latifi, Schwarzmann und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Okay, ihr seht, der Regen ist stark. Das heißt, wir werden auf den Heavyweight-Reifen, auf den Fullweights fahren und sollen zumindest geplant nach 50% einen Stopp machen. Wir haben keine Referenz, wie der Regenreifen sich verhalten wird. Es sind 36 Runden und wir nehmen für 44, lasst uns für 44 Sprit mitnehmen. Gerade bei durchdrehenden Reifen kann es sein, dass wir mehr Sprit verbrauchen.
Ich bin gespannt, was der Regen in diesem Rennen für uns bereithält. Und ja, lasst uns einfach direkt ins Rennen starten. Okay, kurzer Zwischenstand vor dem Hauptrennen hier in Österreich. Aktuell haben wir keinen Rivalen. Wir haben die letzte Rivalität gegen Max Verstappen gewonnen. Wenn wir in die Fahrer-WM gucken, dann ist nach dem Sprint vor dem Hauptrennen aktuell Punktgleichstand mit Lando Norris. Dann auf der 3 Charles Leclerc. Max Verstappen liegt auf der 4 und Carlos Sainz auf der 5. Audi liegt mit 202 Punkten auf der 1 in der KWM, gefolgt von Ferrari mit 145 Punkten und Red Bull mit 117 Punkten. Okay, die Autos stellen sich in die Startboxen. Es wird gleich super tricky werden. Drückt die Daumen, dass alles gut geht. Und da sind die Lichter. Großer Preis von Österreich. Hauptrennen. Nicht zu viel Gas geben. Wir kommen gut weg. Haben keinen Wheelspin. Kommen besser weg als Norris und Co. Jetzt ist es wichtig, gut in Kurve 1 zu gehen. Das machen wir. Jetzt geht's weg. Virtuelle Safety Car. Unfall in Kurve 1. Es gab einen Zwischenfall mit vielen Trümmern auf der Strecke. Das geht ja hier schon gut los. Ausgezeichnet. Haben uns da gut verteidigt. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Ja, ja, ja. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Würden wir natürlich nicht eine Strafe kriegen. Endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Das machen wir. Rennen ist freigegeben. Auto bricht ein wenig aus. Aber wir kriegen es gut abgefangen. Schnellste Runde. So, jetzt ist es wichtig, dass wir uns vorne absetzen können, dass wir zumindest Norris nicht gleich vorbeilassen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. Norris denn nämlich schon sehr, sehr dicht dran. Und jetzt hier der Angriff. Norris versucht's innen. Können wir nochmal kontern? Wir bleiben außen, verteidigen das ganz gut. Und bleiben zumindest im ersten Moment vorne. So, nächster Angriff von Norris. Nächster Angriff. Nein, doch. Ah, wir sind zu weit außen. Bieten ihm da die Möglichkeit. Komm ein bisschen raus. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das war eben nicht gut. Tricky Bedingungen. Das soll nach hinten raus, soll es noch abtrocknen. Es soll noch trocken werden. Mal gucken, ob wir das auch wirklich noch erleben oder ob wir auf den Inter zu Ende fahren. Auf jeden Fall dürfen wir uns jetzt hier nicht abschütteln lassen von Norris. Das wäre fatal. Schnell zur Runde 1:16.990. Grüne Flagge. Ja, beim Rausbeschleunigen haben wir aktuell Probleme. Deswegen reißt die Lücke nach vorne schon auf. Auf Leclerc, wollt ihr probieren? Wird aber nichts. Ah, jetzt haben wir eine ganze Sekunde verloren, weil wir so schlecht da hinten rausgekommen sind. Wahnsinn. Also Norris im Regen unheimlich stark hier auch schon wieder. Bremspunkt verpasst.
Wir müssen jetzt so ein bisschen auf abtrocknende Bedingungen hoffen. Und hoffen, dass wir dann mit dem Inter oder später vielleicht auch mit dem Slick anderes ranfahren können. Regen lässt auf jeden Fall deutlich nach, jetzt sieht man. So, der Himmel klart hier auf nach 10 Runden. Leclerc ist deutlich näher rangekommen. Wir haben, ich sag mal, auf dem Heavy-Wet dann doch langsam Probleme. Oder auf dem Full-Wet, je nachdem wie man das sehen möchte. Die Strecke trocknet ab. Die Bedingungen für Inters sollten eigentlich mittlerweile schon geschaffen sein. Aber ich habe Angst, dass wenn wir jetzt reingehen, dass wir dann an Zeit auf die Spitze verlieren. Weil das nach hinten raus ja auch noch aufhören soll, gänzlich zu regnen. Nicht, dass wir einen Stop verprassen. Norris, schnellste Runde 1:16.09. Ja, wir sind aber auch gar nicht so viel langsamer als Norris. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Bald ist gut, der lässt schon nach. 9% ungefähr ist das Höchste, was wir einen Unterschied haben. Zu den Reifen. So, wir gehen jetzt in Runde 14. Und die Strecke ist natürlich schon seit einigen Runden trocken. Leclerc und Verstappen haben schon ordentlich aufgeholt, also wir haben momentan immer noch Mühe und Not, die Jungs hinter uns zu lassen. Die Überlegung ist tatsächlich, früher in die Box zu gehen und dann dementsprechend auf die Inters zu wechseln. Runde 18 ist ja vorausberechnet gewesen für den Boxenstopp. Jetzt würde es vielleicht Sinn machen, das Ganze bei abtrocknender Strecke weiterhin vorzuziehen, gerade weil der Reifen ja auch schon ordentlich abgenutzt ist. Und die Überlegung wäre jetzt, dass wir sagen, okay, in Runde 16 würde man einen vorgezogenen Boxenstopp machen, würde auf die Inters gehen, mit der Hoffnung, dass es nach hinten raus natürlich dann nochmal trocken wird und wir auch auf den Softreifen wechseln können, so dass wir vielleicht jetzt schon das Potenzial von dem Intermediate-Reifen nutzen können und nicht zu lange warten. So sieht der Plan aktuell aus. 7,6 Sekunden mittlerweile von Norris, der sich hier immer weiter nach vorne schiebt. 1:15.844 von Norris, wieder schnellste Runde. 1:16.0. Für den nächsten Stint bekommst du Intermediates. Thank you.
Ihr seht, wie abgenutzt die Reifen schon sind. 52% hinten links. Ein paar Infos zu Magnussen. Es scheint, er hat ein Problem. So, Magnussen auf der 5 scheint ein Problem zu haben im Alpha Tauri, ihr habt es gehört. Okay, Ende der nächsten Runde gehen wir rein, wir pokern, dass wir noch auf die Slicks wechseln zum Schluss. Aber aktuell können wir mit dem abgefahrenen Full-Wet-Reifen hier nicht mehr viel ausrichten. Und Norris baut seinen Vorsprung immer weiter aus. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Vielleicht haben wir den Reifenvorteil von 2 Runden, bis der Rest ebenfalls auf die Inters wechselt. So, Boxenstopp. Wir sind nicht die Einzigen, auch Leclerc kommt rein. Komm schon. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, jetzt zählt die nächsten Runden. Auf dem Inter. So, erstmal gegen Hamilton. Und das läuft sehr gut. Lando drückt mächtig auf die Tube. Er ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Das ist schön für Lando. Wir setzen jetzt vielleicht erstmal an gegen Tsunoda. Wir gehen da weit raus, müssen da wieder zurückstecken. Aber greifen uns ihn jetzt auf Start und Ziel.
Okay, wir sind in Runde 21 von 36. Wir schieben uns so langsam peu à peu wieder nach vorne. Sind jetzt durch die Boxenstopp der anderen Fahrer wieder auf die 4 vorgerutscht. Porsche noch vor uns, Ocon und natürlich Lando Norris, der hier ebenfalls knapp 10 Sekunden aktuell noch vor uns liegt. Die Frage ist, können wir jetzt aufholen? Also können wir in den letzten 15 verbleibenden Runden hier nochmal auf Norris aufholen oder fährt er vorne weg? Das müssen wir jetzt so gucken, denn aktuell liegen wir zwar auf Podiumskurs, aber nach dem Start von der Pole würde ich das Rennen hier schon gern gewinnen. Es ist aber im Moment sehr, sehr schwer vorauszusehen, ob wir das hier noch schaffen. Trotz des besseren Reifens in der letzten Runde. Norris im Vorsprung von 10 Sekunden. Ah, der hat auf ach so. Schaut mal, Norris hat auf Full Wets gewechselt. Warum denn das? Alles wechselt auf die Inters, nur Norris nicht. Das ist kurios. Damit müsste er eigentlich deutlich langsamer sein. Auf der Strecke hier. Unter den Bedingungen. Wenn wir keinen Fehler machen, wohlgemerkt. Den Wechsel verstehe ich absolut nicht. Okay, irgendwer wird langsam. Oder es war nur wegen uns. So, nach aktuellem Stand machen wir ungefähr eine Sekunde pro Runde auf Norris gut. Eine Sekunde plus minus. Je nachdem, wie gut wir es halt zu Ende fahren. Aktuell 1,2. Das heißt, ungefähr 6 Runden, bis wir, wenn alles so weiterläuft, an Norris dran sind. Und dann hätten wir immer noch 3 Runden, um vorbeizukommen. Wenn es jetzt in diesem Tempo weitergeht, das muss man natürlich ganz klar sagen. Jetzt nicht verrückt machen lassen. Der Reifen ist noch gut, hält auf jeden Fall die letzten vier und ein bisschen Runden aus. Wir müssen jetzt auf den richtigen Moment warten. So, wir sind dran. Unter einer Sekunde. Schnellste Runde wieder von uns. 1:12, 6:53. Und jetzt sind wir dran. Carlos Sainz unterbietet. 1:12, 5:48. Sainz ist im Moment der schnellste im Feld. Gerade hat er die schnellste. Jetzt Angriff auf Norris. Auf dem besseren Reifen in vorbei. Norris ohne Chance.
Das war abzusehen, das hat sich lange abgezeichnet. Beginnend mit dem Boxenstopp, bei dem er auf die Regenreifen gewechselt hat. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, vorletzte Runde. Wir werden auf jeden Fall nicht mehr schneller machen. Wir werden das jetzt hier versuchen, so entspannt wie möglich zu Ende zu fahren. Runde des Rennens. So, ein letztes Mal noch hier durch die Infield-Kurven. Der Regen hat mittlerweile aufgehört. Es tropfelt nicht mehr. Und wir holen uns, glaube ich, verdientermaßen den Sieg. 25, 26 Punkte. Nein, 25. Sainz macht's noch. Vorausberechnete schnellste Runde, ihr habt es gesehen, Sainz war noch nicht durchs Ziel und trotzdem ist die schnellste Runde umgeswitcht. Nach einem turbulenten Verlauf ist dieses Rennen nun zu Ende. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg einzufahren? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Und damit gucken wir uns das Endergebnis an. Wir gewinnen also den großen Preis von Österreich gleich doppelt, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen. Die schnellste Runde im Hauptrennen klaut uns
Carlos Sainz. Und ihr habt es gesehen oben, Sainz war noch nicht mal durchs Ziel, da war die schnellste Runde schon passé. Ja, Sainz wird Dritter in der Gesamtwertung, auch in der Wertung im dritten Rennen, dann Esteban Ocon und Dani Ricciardo. In der Rangliste ergibt sich damit jetzt folgendes Bild. Wir bleiben wieder an der Spitze der Fahrer-WM, nachdem es ja vorhin punktgleich war, ist nach diesem Wochenende wieder eine klare Tendenz zu sehen. Wir führen mit 126 Punkten, haben damit 7 Punkte Vorsprung vor Lando Norris, der auf Rang 2 liegt, Charles Leclerc beerbt Rang 3. Dann Max Verstappen und Carlos Sainz auf der 5, gefolgt von Magnussen, Ocon, Schumacher, Albon und Tsunoda auf den restlichen Plätzen bis Position 10. Konstrukteursmäßig sieht es so aus, dass Audi weiterhin führt, 245 Punkte vor Ferrari mit 161 Punkten, dann Red Bull, Alpha Tauri, Haas und Mercedes auf der 6. Ja, ich denke, wir können mit dem Rennen auf jeden Fall absolut zufrieden sein. Zweimal gewonnen, die richtige Strategie im Hauptrennen gehabt und damit dann zum Schluss Norris noch eingefangen. Ich glaube, wenn er ebenfalls auf die Inters gewechselt wäre, wäre es das nicht möglich gewesen. Also wir wären dann wahrscheinlich Zweiter geblieben und von daher haben wir alles richtig gemacht und die Boxenhälfte oder die Boxenseite von Norris hat es dort ein wenig an die Wand gefahren. Ja, von mir soll es das gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich glaube, wir müssten in Ungarn unterwegs sein. Und ja, vielleicht können wir da unseren Vorsprung in der WM weiter ausbauen. Aktuell liegen wir auf Kurs Titelverteidigung, was die Fahrer-WM angeht. Von mir war es das. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Geht da steil. Bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.